das war echt schnell. Also unter 10 Sekunden sind Pflicht auf dem Wettkampf. Einen wunderschönen guten Tag von des Eisensports. Da ist er wieder, der starkhalte Mann aus dem Internet. Ja, ihr habt es schon mitbekommen, es ist jetzt Vorbereitung für die DM Masters dieses Jahr. Und jetzt geht es aktiv voran mit Zielsetzung der Disziplin. Deswegen steht das Yoke da auch schon. Heute werde ich Yoke und Locklift machen. 300 Kilo Yoke, 130 Kilo Locklift auf Reps. Und werde euch auch erzählen, wie die nächsten Wochen so aussehen werden. Wie meine Planung aussieht bis zur DM, die ist am 2.7. Also dranbleiben. Und liken, abonnieren, Glocke drücken. Na, zu viele Finger. Ne? Also scrollt mal runter. Und wenn ihr schon unten seid, besucht doch mal meinen Zweitkanal. Ne? Broken Shorts, also Strong Shorts. Der Link ist in der Videobeschreibung und auch im angepinnten Kommentar. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr da auch ein Abo dalasst. Vielen Dank. Ihr habt jetzt gesehen, erste Warm-up 180 in Keks. Ich bin mal gespannt, wie das mit dem Wetter heute so bleibt. Es soll ja noch großes Unwetter geben. Schauen wir mal. Ich hoffe ja, dass ich das durchkriege alles hier, bevor das richtig losgeht. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte euch erzählen, wie die nächsten Wochen verlaufen werden. Also es sind ja gute 5 Wochen, 6 Wochen bis zur Deutschen. Und es sind 5 Disziplinen. Yoke, Lock, Sandsack werfen, Stones auf Reps und Tire Flip. 3 von den 5 Sachen kann ich trainieren. 1 kann ich simulieren. Wheel Flip, ja, mögen die Götter mit mir sein beim Wettkampf. Also ich werde das jetzt so machen, montags, mittwochs, freitags, jeweils eine der Übungen, also Locklift, Yoke und Stones als Hauptübung nehmen. Dann zum Beispiel schnelle Züge, Reißzüge Richtung Sandsack werfen, additiv dazu machen an einem der Tage und nochmal ein bisschen andere Sachen, so wie Hexbeiheben, Kreuzheben, einfach um da im Flow zu bleiben. Kniebeuge, Bankdrücken werde ich erstmal weitestgehend vom Plan streichen, weil ich mich jetzt wirklich komplett auf diesen Wettkampf konzentrieren will und die beste Performance rausholen möchte, weil so wie es aussieht, ist das mein einziger Strong im Wettkampf dieses Jahr und da muss der sitzen. Echt schnell. Nicht nur die 240 haben sich sauschnell angefühlt und ich glaube, die waren auch schnell, auch die 300 jetzt. Also, boah. Ich meine, ihr seht es ja selber hier, da bei den Gullis. Bis dahin muss ich so ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn ich da falsch drauf trete, haut es mir Knie oder Knöchel oder irgendwas weg. Kann nur das Risiko, aber da kann ich halt beschleunigen und ich glaube, das war echt schnell. Boah, ich bin mal gespannt. Also unter 10 Sekunden sind Pflicht auf dem Wettkampf, auf jeden. Oh, krass, ich mache ich nochmal ein. Der war jetzt schon ein bisschen langsamer. Das Wetter ist heute echt übel. Ich meine, ihr seht es, mir läuft das Wasser sprichwörtlich die Kimme runter. Oh Gott, ist das warm und schwül.
Aber wenn es im Wettkampf auch so ist, gutes Training. Gutes Training. Habe jetzt zweimal 40 Meter mit 300 gemacht. Pumpe geht ziemlich stark und wieder das Wetter ist halt eine extra Belastung. Aber cool, dafür bin ich trotzdem mega happy, dass der erste 300 da so schnell und stabil war. Jetzt bereite ich mich auf den Locklift vor und hoffe, der läuft so gut wie der erste Yoke-Satz. Achtung, Mehrwert. Kleiner Tipp, wenn ihr sowas merkt, wie ich jetzt zum Beispiel gerade, dass das Wetter so heftig ist, dass der Körper schneller an seine Grenzen kommt, als ihr es gewohnt seid, hört auf euren Körper. Wie gesagt, es bringt euch nichts, wenn ihr euch im Training kaputt spielt und im Wettkampf dann ausfällt oder nicht die maximale Leistung abrufen könnt. Das gleiche zählt zum Beispiel für Maximalkraftversuche und so weiter in der Vorbereitung. Ja, ist funny, möchten wir alle machen, ist aber nur eingeschränkt sinnvoll. Und deswegen, ja, Training must be harder than competition, das ist richtig. Ist es heute auch. Einfach deshalb, weil ich mehr als einen Lauf gemacht habe, ist es schon härter. Weil im Wettkampf laufe ich einmal 20 Meter und nicht zweimal 40. So, und wie gesagt, wenn das Wetter halt so ist wie heute, also ich glühe, ich brenne wirklich. Also ich bin so heiß gerade vom Körper, es ist unglaublich. Und dann sollte man im Zuge der Gesundheit und der Vernunft halt sagen, okay, machen wir mal einen Lauf weniger heute. Intensiv war es, wie gesagt, die Pumpe klappert wie sonst was, die Beine brennen, die Waden, alles mega gut. Ne, deswegen mein Tipp an euch, spielt euch nicht im Training kaputt, sondern ruft eure Leistung dann ab, wenn es wichtig ist, nämlich im Wettkampf. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen Locklift aufwärmen gemacht. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich glaube, 5er mit 45, also leerer Lock. Ein Dreier mit 75, 2x1 mit 105, weil der Ellbogen sich beim ersten nicht so gut angefühlt hat, dachte ich, ich mache lieber nochmal einen. Ich habe ja rechts ein bisschen Probleme, deswegen habe ich wieder höher die Seniorenstulpen drin, aber auch, weil die im Wettkampf erlaubt sind. Und ich will ja so trainieren, wie ich auch im Wettkampf starte, was in der Wettkampfvorbereitung sehr sinnig ist, soweit das natürlich möglich ist. Und deswegen Stulpen. Ich habe gerade gemerkt, Viper Press beim ersten war kacke mit 105. Strict war deutlich besser. Jetzt machen wir mal den ersten Satz mit 130. Gucken mal, wie der Ellbogen sich verhält. Übrigens auch einer der Gründe, warum ich das Bankdrücken jetzt erstmal vom Menüplan streiche. Einfach um den Ellbogen nicht zu sehr zu reizen. Ja. Also wie es aussieht, hatte ich mit dem Wetter echt Glück. Bis jetzt regnet es nicht, wobei mich das jetzt auch nicht wirklich gestört hätte. Aber es ist trotzdem schön, wenn es trocken geblieben ist. Dafür bin ich ja klatschnass. Habe jetzt beim Locklift 6x130 gemacht. Einmal slow. Das waren so ca. 50 Sekunden. Also selbst wenn ich es nicht auf Speed mache, dürften 7 Reps drin sein beim Wettkampf. Habe jetzt gerade nochmal einen auf Speed gemacht. Und habe die 6 Reps in 32 Sekunden geschafft. Gut, das Pacing kann ich so nicht halten, ist klar. Wird ein bisschen langsamer werden, aber wenn ich da nochmal 3 bis 4 raushole, ist das schon gut. Also wenn ich wirklich 10 schaffen sollte,
wenn, ne, das ist ein großes Wenn, hätte ich meinen deutschen Rekord um 5 Kilo verbessert. Das ist schon, wäre schon krass. Das natürlich, wäre natürlich mein Ziel, davon mal ab. Aber es ist auch eine Hausnummer. So, jetzt werde ich aber das Training beenden für heute. Weil Ellbogen, merke ich jetzt schon wieder, ich will ihn auch nicht weiter reizen. Er hat es gut mitgemacht. Ne? Applaus für den Ellbogen. Hey! Und ansonsten war es generell eine sehr harte Einheit. Bin jetzt froh, dass es ein bisschen kühler geworden ist. Wird hoffentlich gleich nur regnen, dann wird es noch ein bisschen kühler. Das heißt, ich kann dann wenigstens vernünftig pennen und richtig regenerieren. Das ist auch immer mega geil. Boah. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Und ich schalte beim nächsten Mal wieder mit ein. Und schaut mal hier, Endcard. Überall hier um mich herum, Videos, Kanäle, ne, der Brocken-Shorts-Kanal, andere Videos, Playlists und so weiter. Ihr werdet bestimmt was Schönes finden. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Rock'n'Roll.